Sächsische AfD gilt ja jetzt seit Ende des vergangenen Jahres als gesichert rechtsextrem. Das scheint aber die Wählerinnen und Wähler nicht zu stören. Ist Ihnen deswegen die Zuschreibung rechtsextrem mittlerweile egal oder nutzt es Ihnen sogar? Also egal ist es uns als allererstes nicht. Wir nehmen das sehr ernst. Wir werden uns auch juristisch weiter wehren. Wenngleich wir sehen, wir werden diese Debatte, und das ist leider so in diesem Land, nur politisch lösen können, indem wir Regierungsverantwortung übernehmen und wir auch klar dort Veränderungen im Verfassungsschutz durchführen müssen. Das ist im Übrigen bei den Grünen so gewesen, das ist bei den Linken so gewesen. Es wird wahltaktisch missbraucht, es wird wahltaktisch eingesetzt, um uns klein zu halten. Aber immer mehr Bürger merken das, sehen das und vor allen Dingen, sie sehen ja auch, was soll an einer AfD, an einem Tino Chrupalla, an einem Alice Weidel extremistisch sein? Wir haben klare Positionen und Programme, die wir vertreten. Und dafür machen wir Politik. Deswegen lassen wir uns da vom Verfassungsschutz nicht beirren und da in die Enge treiben. Wir gehen weiter mit unserer Programmatik voran. Günstige Energie, die gibt es nur mit der AfD, indem wir wieder Kernkraftwerke ans Netz bringen, indem wir wieder Nord Stream reparieren. Die anderen Parteien müssen erklären, wie sie eine starke Opposition, die stärkste Partei in Umfragen in Ostdeutschland, mit dem Verfassungsschutz in Verbotsverfahren, in Stasi-Manier klein halten wollen. Das hatten wir alles schon mal. Das erinnert an düstere, dunkle Zeiten. Und wir werden genau diese Debatten beenden, indem wir politisch Verantwortung übernehmen.